Meine Lieben und Wunderbaren, ich begrüße euch heute am Samstag, den 14. Oktober 2023, nach einem heftigen Wetterwechsel in der Nacht, der ordentlich am Campervan gerüttelt hat. Ich stehe hier auf einem Landvergnügungsstellplatz, das ist in der Wicke der Ruhr, der Fischhof Baumüller. Da habe ich ganz ordentlich gestanden hier auf diesem Parkplatz, habe mir gestern im Hofladen lecker Räucherfisch eingekauft, den ich in den nächsten Tagen und wenn ich wieder zurück bin, verzehren werde. Und heute steht mir aber der Sinn nach einer Wanderung im Sauerland. Ich liebe einfach das Sauerland, deswegen muss ich noch ein bisschen weiter östlich fahren und das mache ich nachher. Ich weiß auch nicht so genau, wo es hingeht. Habe mir schon eine Wanderung ausgesucht aus meinen diversen Wanderbüchern zum Sauerland. Hängt aber davon ab, ob ich für den Campervan hier, den Donkey, dort einen Parkplatz-Stellplatz bekomme, an diesen Wanderportalen, wo diese Touren starten im Sauerland. Das ist sehr schön gemacht, sind immer wenige Parkplätze vorhanden und da, wo ich hin will, gibt es sogar 2 Parkbuchten für Wohnmobile. Wenn ich da aber nicht zeitig komme, sind die entweder sowieso schon zugeparkt von gestern mit Wohnmobilen, die da übernachtet haben, oder es stehen auch PKWs drauf. Ich werde sehen, was es nachher wird und ich nehme euch heute auf jeden Fall mit durch den Tag. Egal, wo ich lande. Ich trinke jetzt erstmal noch den 2. Kaffee. Los geht's auf die Golddorfroute Wennholzhausen. Denn im 2. Anlauf hatte ich Glück. Unten beim Wanderportal Parkplatz direkt in Wennholzhausen war leider kein Platz für mich. Da standen schon 2 Wohnmobile. Die PKW-Parkplätze waren A voll und B viel zu kurz für mich und den Pössl. Jetzt stehe ich hier am Wanderparkplatz, der zum Esmecke-Stausee gehört. Hier war noch reichlich Platz auf dem Randstreifen. Und jetzt geht's mal los für mich und ich hoffe, dass es trocken bleibt. Da oben scheint der Stausee zu liegen, denn hier plätschert munter das Wasser herunter. Da führt mich der Weg jetzt nach oben. Hier auf der Skizze sieht man, wo der Parkplatz ist. Hier bin ich jetzt raufgestiefelt. Sommers ist hier oben auch ein Kiosk, der hat jetzt nicht mehr geöffnet. Um den See verläuft auch ein kleiner Rundwanderweg. Der ist bestimmt auch für Familien mit Kindern gut geeignet. Die Runde heute hat gute 11 Kilometer. Und ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil ich nicht trecke, wo ich lang laufe. Ihr habt es eben gesehen, die Wegmarkierung ist ein goldenes G für Golddorf. Ganz einfach, ne? Jetzt herbstelt es doch kräftig. Wird im Prinzip auch Zeit. Bis gestern war es noch verdammt warm. 24 unglaubliche Grad gestern am 13.10. Definitiv zu warm für die Jahreszeit. Aber schön war es irgendwie auch. Jetzt passt das wieder und die Temperaturen sind wirklich ideal zum Wandern. Morgen wird es allerdings noch kälter, je nachdem, wo ich stehe. Richtig frisch in den Nachrichten kam von die Durchsage, wer sich morgen am kahlen Ast aufhält, könnte die eine oder andere Schneeflocke sehen. Ups, da lege ich eigentlich noch keinen Wert drauf. Schaut mal, ist das schön? Deshalb liebe ich das Sauerland so. Es geht da weiter hinauf. Nach dem nächtlichen Regen sind die Farben so schön klar und leuchtend. Eine tolle Jahreszeit. Die Balkonbrüstung macht doch tatsächlich so ein bisschen alpenländischen Eindruck. Fehlen nur noch die Geranien. Da geht es jetzt weiter aufwärts. Ich muss ja noch ein bisschen an Höhe gewinnen, wenn ich auf Wennholzhausen herabschauen will. Hinter mir kommen 2 Wanderer mit kurzen Hosen. Das wird mir jetzt doch etwas frisch, aber mir wird warm hier bergauf. Das finde ich im Sauerland so klasse. Die exzellente Ausschilderung. Erster Anstieg ist geschafft. Da geht's weiter. Nicht, dass das besonders steil wäre, aber der Anstieg hier ist sehr lebig. Das habe ich eben schon am Stausee gemerkt. Und Stöcke habe ich nicht dabei. Weniger schlimm, als es aussah. Der Abstieg hier ist nicht so rutschig. Kleine Waldhindernisse sind auch hier wie immer inbegriffen. Und für solche Ausblicke lohnt sich der Anstieg allemal. Ich bin zufrieden mit meiner Wegewahl bisher. Auch wenn das wie im Sauerland so üblich größtenteils auf Schotter verläuft.
Ich glaube, da geht es noch weiter nach oben. Richtung Eickert, Teufelstanne. Völlig richtig vermutet. Geradeaus den Berg hinan. Den schlimmsten Buckel scheide ich schon hinter mir zu haben. Der ist bei Komoot mit Rot eingezeichnet. Das sieht meist schlimmer aus, als es ist. Da gibt es doch schon mal einen schönen Blick auf Wenholzhausen. Es wird wieder tricky. Da hinab führt die Goldorfrunde. In der Mangelung von Wanderstücken nehme ich mal diesen Knüppel, auch wenn der etwas zu kurz ist. Aber vielleicht hilft's. Das war jetzt ein kurzes Stück, durchaus gehbar. Aber man muss schon hingucken, wo man hintritt. Jetzt geht's hier auf einem normalen Weg weiter. Ich glaube, den letzten hohen Buckel habe ich jetzt geschafft. Es geht hinab nach Wenholzhausen. Und da bin ich noch gespannt auf eine Stelle, die eigentlich nicht ganz zur Goldorfroute gehört. Und zwar ist das die Erdenklangstraße mit dem Lauschgeist. Es geht noch nicht bergab. Wenn man nicht trägt, muss man schon aufpassen. Das Schild steht nicht unbedingt direkt am Weg. Die Bank war jetzt mal meine für eine Trinkpause. Gut sitzen tut man da nicht drauf, die ist furchtbar abschüssig und man rutscht immer nach vorne. Erste öffentliche Schutzhütte an dieser Strecke mit schönem Ausblick. So etwas habe ich bisher hier vermisst, denn eigentlich ist das üblich, immer mal eine Wetterschutzhütte unterzubringen. Ja, hier würde man schön drin sitzen. Und jetzt geht's hier los mit einem Skulpturenpfad. Im Wanderbuch stand auch was von sphärischen Klängen, weil das ja der Erdenklangweg bzw. die Erdenklangstraße ist. Ich höre hier nichts außer Windrauschen und Blätter. Dass man nur noch die Natur hört, ist Absicht. 27 Jahre lang haben hier Lautsprecher aus der Hecke den Wanderer beschallt. Jetzt möchte man schweigendes Bewusstsein schaffen. Da waren dann früher die Lautsprecher aktiv. Ich finde, das Rascheln der Blätter ist auch ganz schön. Da links geht jetzt gleich zum Lauschgeist runter und dann in den Ort. Da vorne versteckt sich der Lauschgeist am Waldesrand. Er hat auch wirklich große Ohren. Hier kann man die Lauschrohre an die eigenen Ohren nehmen. Da die Musik drüben aber abgestellt ist, in der Buchenhecke, kann ich mir das wohl sparen. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Ja, was soll man sagen? Windgeräusche halt, ne? Der sieht doch eigentlich ganz sympathisch aus, der Lauschgeist, oder? Der Lauschgeist und ich. So, genug mit der Spaßmacherei. Jetzt geht's endlich in den Ort. Vielleicht finde ich da was zum Kaffee trinken. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie spät es ist. Die Zeit total hier vertrödelt. Ich gehe so schön langsam. An dieser Stelle ist der kleine Ausflug zum Lauschgeist und zu den Skulpturen beendet. Da geht's runter. Ob sich diese Schleife nun gelohnt hat. Der Lauschgeist ist ganz lustig, ja. Hier gibt es noch ein Hinweisschild zum Lauschgeist. Große Augen über große Ohren und der geöffnete Mund. Fast 3 Meter hoch ist er. Was sehe ich da? Unsere Freunde, die Donkeys und Namensgeber unseres Pössels. Ihr habt zu tun und keine Zeit, mich anzugucken, ist klar. Ich habe oben wohl so ein Goldtorf-Schild übersehen und bin jetzt etwas weiter unterhalb auf einem Wanderweg. Das macht aber nichts, hier ist es ganz schön. Denn da fließt die Wenne entlang, die Namensgeberin des hiesigen Wennetals. Ich laufe einfach weiter hier. Und hätte ich den Weg nicht verfehlt, hätte ich die Esel nicht gesehen. Und Esel machen mir immer große Freude. Ein neuer Lauf wurde geschaffen für die Wenne mit Renaturierung. Sehr löblich. Da drüben habe ich nicht nur eine interessante Kirche entdeckt, sondern auf Komoot sah ich eben Seemars Campingplatz im Grünen. Und was sehe ich? Da drüben steht ein Summit Prime.
Ob es ein Prime ist, kann ich von hier nicht sehen. Aber ein Summit ist es, das kann ich erkennen. Gleiche Farbe wie unser. Da oben müsste der Parkplatz sein, wo ich heute Morgen vergeblich war. Genau, in der Ortsmitte. Sehr zentral. Dadurch aber auch nicht leise. Jetzt ist da ein Platz frei. Aber ich glaube nicht, dass ich hier stehen möchte. Da wäre jetzt ein Platz frei. Aber ich möchte hier nicht mitten im Ort stehen. Das ist mir zu laut. Abstecher zur Kirche und zum privaten Campingplatz. Das wird ganz schön dunkel da oben. Ich hoffe, ich schaffe das noch ohne Regenschirm. Bis zum Stausee zurück, noch 3,3 Kilometer. Seemas Campingplatz im Grünen, tatsächlich. Schmallenberger Sauerland Reisemobilroute, das ist sehr interessant. Strom gibt es hier sogar auch. Stellplatz Maulwurf bis 8 Meter. Ein Summit 640. Schön hier am kleinen Nebenarm der Wenne. Aber ich möchte weiter, sonst muss ich morgen früh schon wieder fahren. Obwohl mich die Speisekarte sehr locken würde. Ich beende meinen kleinen Ortsrundgang durch Wenholzhausen. Ist ganz nett hier, aber mir eindeutig zu viel Verkehr, der mitten durch den Ort brandet. Da stehe ich ja nicht so drauf. Dann gehe ich doch lieber jetzt wieder zurück zu meinem ruhigen Parkplatz. Obwohl, wenn ich hier lese, durchgehend warme Küche, Salate, Eis und Kuchen. Ich glaube, ich muss da mal rein. Das war jetzt ein sehr schöner Kompromiss. Ich bin hier am Landgasthof Seema eingekehrt. Hab keinen Kuchen gegessen, keinen Kaffee getrunken, sondern Wildbratwürste mit Pommes rot-weiß gegessen. Das ist dann egal, wo ich heute Abend zu stehen komme. Brauche ich erstmal nichts mehr zu essen. Mir reicht dann das, was ich im Bus habe. Ein Automatenladen, Herrentun, 24-7 einkaufen, Getränke und so weiter und so fort. Die schwarzen Wolken sind größtenteils woanders hingezogen. Hier hat es auf jeden Fall nicht geregnet. Hier führt auch der Sauerland-Radring lang. Mit diversen Informationstafeln geht es hier direkt entlang der Wenne. Das da ist ein ehemaliges Pumpenhaus. Hier verlasse ich die Straße. Der Weg geht da unten runter, direkt an der Wenne lang. Richtige Stromschnellen hier an der Wenne. Schade, hier verlasse ich die Wenne schon wieder. Aber da geht es einen schönen Pfad hinauf. Ein wunderbares Kneippbecken. Ich hatte sogar ein Handtuch dabei. Aber mich gelöstet ist bei Temperaturen um 12 Grad nicht, da jetzt reinzugehen. Die Regenwürmer stört das nicht. Der Sauerlandradring läuft hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einer ehemaligen Bahnstrecke lang. Gerade dachte ich noch, es geht auch für mich auf der Bahntrasse, / Radtrasse weiter. Da verschwenkt der Weg 90 Grad nach rechts. Das geht ja durch diesen dichten Wald. Auch von hier ein schöner Blick. Nur der Straßenlärm von unten nervt. Ich bin jetzt fast am Ende meiner Tour. Den Parkplatz kann ich schon erahnen. Der Kiosk hat unvermutet geöffnet bei diesem schönen Wetter. Ich steige gleich in den Donkey und suche mir einen Platz für die Nacht. Und morgen sehen wir uns dann wieder. Ich fand, das war eine sehr schöne Runde. Da waren sogar Trailanteile dabei, hatte ich gar nicht vermutet. Ansonsten, wie im Sauerland üblich, auf Schotter und auch ein bisschen Asphalt. Der Pfad jetzt eben zurück entlang der Wenne und zickzack kreuzend mit der Bahntrasse. Das war auch sehr, sehr schön, weil sehr abwechslungsreich. Das waren jetzt ungefähr 12 Kilometer mit meinen kleinen Irrungen und Wirrungen und dem Abstecher zum
Landgasthaus Seema und der Besichtigung des Campingplatzes hinterm Haus. Die Stellplätze sind nicht ganz günstig, das gilt ab 34 Euro los. Dafür hat man gleich Frischwasser und Strom dabei. Brauche ich beides nicht. Ich bin mit Wasser versorgt und Strom brauche ich überhaupt gar nicht. Habe ich selbst an Bord. Ich fahre jetzt gleich weiter. Ich weiß noch nicht, wo ich landen werde. Ich suche mir einen Platz für die Nacht. Und morgen sehen wir uns dann wieder. Tschüss, bis morgen.